Gut, hallo, da ist Florian Rackl, heute aus München bei den Jungs von Hole-in-One Fitting. Wie schon auf meinem Kanal oben ist, könnt ihr das Video zu der generellen Fittingstation und zu diesem ganzen, sag ich mal, Riesenimperium, kann man schon sagen, anschauen. Den Link findet ihr oben in der Ecke. Heute geht es jetzt um den ersten Schlägertest, den wir gemacht haben, und zwar mit der Firma PXG. Das ist eine sehr exklusive Marke. Wir haben jetzt hier alle Eisen in diesem Test drinnen. Thomas, hilf mir bitte ganz kurz, was sind die Unterschiede zu den Eisen und die Technologie? Richtig, also grundsätzlich mal gibt es vier verschiedene Eisenköpfe. Das ist gerade die Generation 2 rausgekommen. Die clustern sich nach T wie Tour, P für Player, XF für Extreme Forgiving und SGI, ein ganz neues Modell. Super Game Improvement heißt das, ein sehr breiter Kopf. Letztendlich sind sie von der Breite gestaffelt, die Köpfe. Tour ist der schmalste, SGI der breiteste. Ich kann das nochmal so ein bisschen zeigen. Ja. Das ist ein extrem breiter Kopf gegenüber dem Tour-Kopf, halt ein sehr schmaler Kopf. Ja. Die Technologie ist bei allen gleich, fällt natürlich anders ins Gewicht, je nach Größe des Schlägerkopfes. Das kann man hier ganz gut zeigen. Also der Kopf des Eisens ist hohl gefräst. Dadurch konnte man quasi eine sehr dünne Schlagfläche installieren und in den Hohlraum ein Material einsetzen. Das war in der ersten Serie, hieß das ein thermoplastisches Elastomer. Jetzt immer das Core 2, also das ist quasi die Weiterentwicklung davon. So ein gelartiges, gummiartiges Material, was die Vibration im Schlag dämpft. Das heißt, man hat ein sehr weiches Schlaggefühl, spürt sehr gut auf der Schlagfläche, wo man den Ball getroffen hat. Und dadurch, dass dann quasi in der Mitte Gewicht fehlt, Masse fehlt, die das Eisen ja braucht, hat man durch diese Wolframschrauben, wie man hier an den Kopf auch ganz gut sieht, das Gewicht nach unten in die Sohle gebracht meist. Das heißt, der Schwerpunkt wird sehr tief. Dadurch startet der Ball leicht höher, ist einfach in Luft zu bekommen. Und ich habe einen insgesamt verbesserten MOI, also der Trägheitsmoment wird deutlich höher. Das heißt, ich habe einen sehr fehlerverzeihbaren Kopf, der wiederum Schläge, die jetzt nicht zentral mittig sind, besser verzeiht. Ja, sehr cool. Was man noch dazu sagen muss, bei Hole-in-One, sind unabhängige Fitter natürlich mit mehreren Marken, sehr exklusive und auch seltene. Sie haben die Lofts vereinheitlicht, weil die kommen ja bei den Eisen, natürlich sind die Lofts nicht gleich, wie ihr wahrscheinlich wisst bei den meisten Schlägern. Das heißt, hier sind die Lofts bei allen Eisen so eingestellt worden, dass sie bei jedem gleich sind. Richtig, das ist so unsere Fitting-Philosophie. Also wenn man die zum Hersteller bezieht, die Köpfe direkt, so wie wir sie geliefert kriegen von PXG, hat der SGI 29 Grad, das 7er Eisen, der XF 30, der Players 31 und der Tour 32 Grad. Ganz einfach um der Tatsache, dass der mit dem größten Volumen hat den tiefsten Schwerpunkt und der Ball fliegt höher ab, also kann auch mit weniger Loft gespielt werden. Nur für uns persönlich ist es jetzt nicht entscheidend, was hat der Hersteller für einen Loft, sondern welchen Loft braucht welcher einzelne Spielertyp. Ja. Und um im Fitting alles vergleichen zu können, haben wir jeden einzelnen Kopf, also nicht nur die Marke PXG, sondern jeden einzelnen Hersteller, auf 31 Grad gebogen. Das ist so unser Testlauf und ausgehend davon müssen wir halt dann plus in den minus. Daten entscheiden, plus, minus, 1, 2, 3 Grad, damit wir da am Ende jedem Spieler den perfekten Schläger geben können. Ja. Perfekt. Das ist wichtig zu wissen, dass eben die Lofts hier alle gleich sind, auch bei den Schlägen, die ich jetzt dann gleich machen werde. Gut, wir werden es jetzt folgendermaßen machen. Ich werde mit alle vier Eisen jetzt mal ein paar Schläge machen gehen und dann werden wir uns die Durchschnittswerte also anschauen eben und die Stats genau besprechen, was Vor- und Nachteile, Unterschiede von diesen Eisen sind. Jo, dann schaut mal kurz rein bei den Schlägen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Gut, so, jetzt haben wir alle Schläge gemacht. Wie gesagt, gleiche Lofts, gleicher Schaft, alles dasselbe Setup von dem Schläger her. Wir haben alle vier durchprobiert. Dann schauen wir uns mal an. Thomas, was ist rausgekommen dabei? Genau, also wie man schon
erwarten konnte eigentlich aufgrund der verschiedenen Kopfmodelle, sind die Daten von Schläger zu Schläger leicht abweichend. Ja. Wir haben angefangen mit dem Tourkopf und sind dann halt immer breiter geworden mit der Sohle oder des Kopfvolumens. Und man kann sagen, der Tourkopf, da der am kompaktesten ist und das Gewicht näher an der Schlagfläche vorne verteilt, haben wir den höchsten Ballspeed, minimal mehr mit 115 Meilen, ja, mit 17,0 Grad, den flachesten Abflugwinkel, ja, trotz der gleichen Luft. Richtig, da genau sieht man, was dann die Breite der Sohle ausmacht. Die Sohle und Gewichtsverteilung, ja, im Kopf, sehr wichtig. Genau. Und wir haben aber ehrlicherweise, wenn man mal vorwegnimmt, schon insgesamt sehr, sehr ähnliche Carry-Werte. Ja. Also das hat ja sich extrem gezeigt, dass da die Konstanz da ist, der ja Ballflug aber etwas anders ist. Also man, ja, mit dem Tourmodell den höchsten Ballspeed, den flachesten Abflugwinkel und ganz, ja, am Ende, wenn man jetzt mal schaut, das SGI, also das, was ja halt super verzeihend sein soll bei dir, sieht man auch klar von den Daten her, du hast die geringsten Standardabweichungen in deinen, mhm, Treffmomenten, war vielleicht jetzt vom ersten Feeling her nicht unbedingt der Kopf, ja, den du jetzt normal spielst, aber man sieht schon, der Treffer, der nicht perfekt mittig ist, ja, wird immer noch verziehen, genau, sodass du hier halt A, den höchsten Abflugwinkel hast, obwohl, genau, das gegen Schwerpunkt ist, ja, und B, halt die höchste Fehlerverzeihbarkeit. Es war bei mir eindeutig auch merkbar, ich habe mit diesem Schläger auch die meisten kleinen Misshits gehabt. Ich habe mich schwer getan, den Schläger gut zu treffen, komischerweise, aber ist Optik. Ich bin so große Schlägerköpfe nicht gewohnt, aber es war sehr gut zu sehen. Ich habe nicht viele Perfekte damit gemacht, aber die Misshits waren, wie man eben in den Stats sieht, sehr, sehr gut. Hat sich überhaupt, ja, nicht viel getan. Und, ja, die beiden mittleren Eisen, also das P, das Player-Eisen, das wäre jetzt eher für dich so eine Variante zu sagen, also da du ja ein guter Spieler bist, dass du mit dem Tourmodell wunderbar spielen kannst, vielleicht Pitching Wedge bis 7er Eisen hoch, ja, oder auch bis 6er und dann die langen Eisen, je nachdem, was du halt im Back haben möchtest, ergänzt, ja, durch eine Stufe breiter. Ja, ja. Das war jetzt bei dir persönlich, was so die Kontakte angeht, der beste, wenn man, ja, also die Efficiency anschaut. Ja. Das wiederum liegt dabei daran, dass du einfach recht mit dem Kopf gut klarkommst. Ja, ja. Was man auch gut sieht, Spinwerte und Höhe macht viel aus. Denn viele Spieler gehen davon aus, dass man sehr viel Spin braucht, um den Ball am Grün liegen zu bekommen. Mhm. Jetzt hat aber eigentlich, was wir auch gesehen haben bei uns, der Winkel, in dem der Ball auf dem Grün landet, mhm, ist eigentlich fast wichtiger. Richtig, genau. Also ja, es gibt am Ende, weil mit dem Eisen redet man ja nicht nur darüber, dass man den maximal weiten Schlag braucht. Weil man braucht, ja, eine hohe, genau, Konstanz, eine sehr geringe Abweichung in seinen Schlägen, ja, damit man halt entsprechend, weiß nicht, wenn man übers Wasser schlägt, zum Beispiel jetzt nicht einen vorne ins Wasser und einen hinten übers Grün raushaut, sondern, ja, dass da die Carry Distance halt entsprechend konstant ist. Ja. Und natürlich möchte man dann den Ball auch zum Stoppen bringen auf dem, ja, Grün. Das heißt, man braucht A, Flughöhe, damit der, ja, steil ins Grün eintrifft, ja, und B, Spin, damit man, ja, mehr Kontrolle auf dem Ball hat. Aber nur über den Backspin allein das zu regeln, das nicht funktioniert das nicht. Stellen sich viele Leute so vor, muss man auch dazu sagen, aber klar, wichtig, dass sie wissen, dass es nicht so viele ist. Klar, der Spin bringt dir Ball natürlich auch mehr Flughöhe, aber, genau, er lässt ihn auch natürlich immer kürzer und kürzer werden, je mehr Spin ich auf dem Ball ganz habe. Genau. Deshalb beim Florian irgendwas zwischen 5.000 und 5.500 Spin hört sich erstmal relativ niedrig an. Ja. Ist für ihn vollkommen okay, weil er schlägt den Ball über 30 Meter Flughöhe, ja, und hat daher einen relativ steilen Eintreffwinkel, wie der Ball ins Grün kommt und hat ihn halt gut zum Liegen. Ganz genau, ganz genau. Sehr gut. Das heißt jetzt als Zusammenfassung von diesen Schlägern, man kann sich sehr gut nach Spielstärke eigentlich empfehlen. Absolut, ja, sehr gut. Und es ist für jeden was dabei. Bei PXG ist ja auch eine sehr, sehr exklusive, teure, auch selten gesehene Marke in den Shops und so, mhm, fast gar nicht. Und so mal, dass ihr auch wisst, dass es für jeden Spielertyp von dieser Marke auch Schläger gibt, die passen. Richtig, genau. Ja, weil sehr viele kennen ja diese Schläger noch gar nicht. Was zu einem Review auch noch dazugehört, besonders bei dieser Marke, man muss auch ein bisschen über den Preis reden. Ja, das heißt, klar, die Schläger sind extrem hochpreisig. Wir haben gesagt, so ein Eisenset fängt ungefähr bei 3.000 an. 3.000 wahrscheinlich, ja, Minimum, das hängt natürlich immer auch von Anzahl der Schläger ab, aber ja. Genau. So, jetzt ist die Frage natürlich, die sich viele stellen, die Marke schon kennen, sind diese Schläger so viel besser um das, was sie mehr kosten? Der Preis ist doch auch ein bisschen Image-Sache für die Leute, kann man das so sagen? Gut, wie gesagt, ich bin nicht von der Firma selbst, von, ja, daher, also die Markenstrategie, die ist schon sehr, sehr geradlinig und eindeutig. Ich sag mal, was Entwicklungskosten angeht, mhm, und was Fertigungsqualität angeht, da ist PXG auf einem anderen Level, also okay, deutlich, mhm, deutlich weiter vorne. Okay. So, was dann so ein Schläger am Ende kostet, natürlich setzt sich das aus verschiedenen Faktoren zusammen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, es geht ja bei PXG nicht darum, dass man sich jetzt heute das Modell A kauft, ja, im nächsten Jahr das Modell B und, ja, dann ein Jahr später wieder eins, sondern, ja,
Das ist ein absolut hochwertiger Schläger. Ja. Auch die Serie, die bisherige der letzten 3 Jahre, kann man mal locker 5 oder max. 10 Jahre spielen. Ja. Der Schläger nutzt sich natürlich wie andere auch ab, aber es ist immer noch ein sehr hochwertiges Material, den kann ich immer wieder noch ein bisschen nachschleifen. Ja. Oder halt, wie gesagt, das Spielgefühl, dieses weiche Feedbackgefühl, das verliert sich nicht. Das heißt, es ist eine Investition, die tätige ich jetzt in mich, wenn ich sage, ich möchte super Werte, eine super Konstanz haben, gerade diese Fehlerverzeihbarkeit und das Schlaggefühl ist ja da herausstechend. Und wenn ich es mal durchrechne durch die Anzahl der Runden, die ich vielleicht pro Jahr spiele, dann habe ich vielleicht 1 Euro mehr, den ich pro Runde zahlen muss, über eine lange Frist gesehen. Das heißt, sie sind auch langlebiger, die Schläger, in einer Zusammenfassung zu sagen. Das ist, also wenn man die sieht, die jetzt 3, 4 Jahre gespielt wurden, weil es ist ja noch nicht lange auf dem Markt, dann lässt sich schon sehen. Allerdings habe ich über 10 Jahre keine Daten, das kann ich nicht aber bis jetzt bestätigen. Na, aber da sieht man eben auch, sie sind sehr, sehr hochpreisig, sie sind absolut top. Also ich muss zu meinem Schlaggefühl selber sagen, was ich bei meinen Schlägen gehabt habe, das war wirklich gut, sehr weich vom Gefühl und ja, extrem direktes Gefühl, gute Rückmeldung vom Schlägerkopf. Unglaublich feine Eisen zum Spielen, auch wenn man sie runterlegt und anschaut von der Topline her, super cool. Eben je nach dem Modell auch, aber es ist wirklich ein Schläger, der mich persönlich sehr angesprochen hat. Von dem her. Also ich würde euch auf jeden Fall mal empfehlen, diese Schläger zu probieren, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt oder eben zu den Jungs hierher zu kommen und sich das einmal anzuschauen, weil diese Schläger sind wirklich was Spezielles. Und ob das dann den Preis rechtfertigt, muss dann im Prinzip jeder für sich selber entscheiden. Richtig. Genau. Kommentiert unten dran, was ihr von den Schlägern haltet. Habt ihr die schon probiert? Werdet sie ihr probieren? Gebt mir euer Feedback, was ihr davon haltet. Liked das Video, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Denn wir machen jetzt dann gleich weiter mit Hybrids, Driver, alles kommt noch. Ja? Ich wünsche euch soweit noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.